Und damit herzlich willkommen zurück zu Let's Play Horizon Zero Dawn mit dem duften Typ. Und ja, wir sind endlich aus der Höhle raus. Wollt ein bisschen umgucken, wo kommen wir als nächstes hin? Wir können hier nach unten zur Mutters Wiege, zum Lagerfeuer. Ich glaube, hier unten haben wir unser wundervolles Abenteuer angefangen. Und ja. Achso, genau. Wir müssen zum Läufer-Areal. Das heißt, um dann halt eben einen Läufer zu annektieren. Ihn unser eigen nennen. Aber wir nehmen natürlich auch noch die kleinen Hölzer mit, die wir hier hatten. Und hui! Hui! Es reibt ein bisschen. Hier sind noch Kräuter, die brauchen wir natürlich auch. Ohne Kräuter alles schlecht. Die können wir zum Glück nochmal abspeichern. Speicherpunkte sind gut zum Schnellreisen später irgendwann mal. So, wir sind gleich da. Oh, guck mal, da sind die kleinen Süßen. Hui! An ihnen kann ich das Überbrückungsgerät testen. Ich muss leise sein. Nach allem, was ich durchgemacht habe, soll mich keine panische Herde überrennen. Jetzt ist die Frage, können wir das einfach mit einem Stein regeln? Oder sind die dann scheu? Kommt der jetzt an? Ja! Guckt mal, wie nett. Der kommt langsam näher. Schön leise. Na komm näher. Na komm, trau dich. Ein Junge ist da. Ich geh mal nachgucken. Oh, Steinchen. So, jetzt können wir gucken. Und okay, los geht's. Nom, 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 nom. Es hat geklappt. Er ist nicht feindselig. Nein. Na, also, braver Junge. Das ist schon besser. Ist das nicht schön? Ja, ja. Lauf. So, jetzt können wir den auch rufen. Das ist jetzt unser neues kleines Haustier. Dieser Läufer ist schnell. Schön. Die Bestie läuft. Gut, dass du ihn noch nicht gesehen hast, wie schnell er ist. Aber okay, los geht's. Hopp, 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 hopp. Ich sollte noch andere Maschinenarten überbrücken. Hopp. Man kann vermutlich nicht alle reiten, aber vielleicht finde ich eine Verwendung für sie. Das wäre doch richtig cool. Ja komm, ein bisschen schneller geht noch. Aha. Kampfgeräusche. Direkt vor den Toren. Seid vorsichtig! Die Tore scheinen zerstört und zu sein. Ran. Okay, dann springen wir mal kurz ab. Wir waren noch mal im Abspringen. Dreieck? Dreieck. Okay. Sehr gut. Ich dachte schon. Wahl, nicht wahr? Aloy, die Gewinnerin der Erprobung. Du hast also tatsächlich überlebt. Erzmutter Tirsa sagt, du kennst den Weg nach Meridian. Die Hauptstadt des Kaja-Sonnenreichs? Du suchst Zuflucht? Nein, ein Verräter namens Olin. Die Mütter machten mich zur Sucherin, damit ich ihn finde. Du solltest nach Norden gehen, nach Mutterkrone. Falls du es schaffst, sprich mit Maria, sie zeigt dir den Weg. Falls ich es schaffe? Der Weg ist gefährlich. Seit dem Massaker am Kriegstrupp sind unsere Lande unbewacht, die Grenzen ungeschützt. Wir haben keinen Kriegsherrn, der uns führt. Macht das nicht Rash? Ach, nur weil Sona verschwunden ist. Ich würde sie selbst suchen, aber sie befahl mir, dieses Tor mit meinem Leben zu beschützen. Und das tue ich. Das ist aber schön. Du bist ein richtig cooler Typ. Erzähl mir nochmal was über den
Über das Massaker. Es gab ein Massaker am Kriegstrupp. Wie? Als wir vom Angriff auf die Erprobung hörten, stellte Kriegsherrin Sona einen Kriegstrupp zusammen. Aber der Wunsch nach Vergeltung ließ manche Krieger kopflos losstürmen. Direkt in einen Hinterhalt. Ein Haufen verrückter Maschinen, voller Verderbnis, überfielen die Krieger und töteten sie. Die Kriegsherrin schlug sich schließlich zurück und zerstörte die Maschinen. Doch da waren die Mörder schon weg. Und unsere Verluste extrem. Na, was haben wir denn hier für Tierchen? Du sagtest, auf dem Weg lauern Gefahren. Was für Gefahren? Zu viele, um sie zu nennen. Die Mörder sind noch da draußen und irgendwie haben sie die Maschinen beeinflusst, Chaos zu verbreiten. Ja, ich hab's selbst gesehen. Und Banditen. Sie schleichen sich über die Grenze und überfallen uns. Es heißt, sie haben ein Lager in den Ruinen am Fluss. Ich sollte wohl noch mehr Pfeile machen. Ja, das klingt echt nach Spaß. Kriegsherrin Sona wird vermisst? Selbst als der Kriegstrupp ermordet wurde, hat sie nicht aufgegeben. Sie hat nach Freiwilligen gesucht und die Mörder verfolgt. Hast du dich nicht gemeldet? Doch, natürlich. Aber Sona wies mich zurück. Sie befahl mir, nach den Verwundeten im Becken zu sehen. Und dieses Tor, das Becken, mit meinem Leben zu beschützen. Das war vor Tagen und seitdem habe ich nichts von ihr gehört. Es weiß also niemand, ob sie noch am Leben ist. Wenn jemand da draußen überleben kann, dann sie. Ihr Können ist legendär. Eine unbeugsame Kraft, an der wir uns messen müssen. Sie scheint die Latte hochzuhängen. Oh, verlass dich drauf. Sie ist meine Mutter. Dann ist ja klar, dass du hier warst. Über die Erprobung will ich nicht weiter sprechen. Ich sollte jetzt gehen. Aloy, bevor du nach Mutterkrone und darüber hinausreist, könntest du vielleicht zuerst nach Sona suchen? Der Stamm braucht ihre Führung. Ich würde sie selbst suchen, aber sie befahl mir, dieses Tor um jeden Preis zu schützen. Wo war sie zuletzt? Am Ort des Kriegstruppmassakers. Eine waldige Niederung gegenüber von Teufelsdurst auf dieser Flussseite. Dort kannst du vermutlich ihre Spur aufnehmen. Sie suchte die Mörder, die Erprobung angegriffen hatten und jene töteten, die wir liebten und die dich töten wollten. Ich verstehe, Val. Ich tue, was ich kann. Na also, das ist doch mal eine Ansage. Oh, Mensch. Ein Läufer. Das nehmen wir mit. Nicht schießen. Das ist meiner. Ja, genau. Wie ist das möglich? Ist schwer zu erklären. Ich habe was entdeckt. Verstehe. Also, seid freundlich zu meinem Freund. Der Läufer tut euch nichts. Noch nichts. Je nachdem, wie freundlich ihr bleibt. So, wo sind wir denn jetzt hier überhaupt? Und wo müssen wir hin? Wir müssen, wow, ganz schön weit nach Norden. Aber das alte Waffenlager. Ah, hier finde ich vielleicht eine Verwendung für die Energiezelle. Dann nehmen wir doch das erstmal. Und was haben wir hier? Die Kriegsherrin. Dann würde ich sagen, machen wir erstmal das und dann gehen wir darüber. Was sind denn hier für Gegner? Ah, Läufer. Das sind Läufer, das sind, keine Ahnung, irgendwelche anderen Wildtiere. Oh. Also hier nach hinten möchte ich irgendwie nicht so ganz plündere Areal. Ach so, ja klar, da waren wir aber auch schon. Wobei, waren wir da? Nee, da waren wir nicht. Da hätten wir aber mal hingekonnt. Was haben wir denn hier? Nicht bekannt. Wie kann ich denn hier die Legende anschalten? Gucken wir doch mal. Was bedeutet denn das? Also das bedeutet Ruinen, okay, wissen wir. Aber dieses komische Symbol, was so aussieht wie... Wo sind wir denn jetzt überhaupt... Achso, wir sind von hier oben gekommen, glaube ich, ne? Lagerfeuer, Mutterherz... Ne, von hier sind wir gekommen, von Mutterwacht. Wir hätten dann wahrscheinlich einfach mal hier rüberlaufen sollen. Weil das sieht mir eigentlich schon ziemlich cool aus hier hinten. Egal. Ein ganzes Leben. Immer im Becken. Die Welt ist größer geworden. Aber auch gefährlicher. Ich kann meinen Läufer nicht rufen. Jetzt kann ich ihn rufen. Yay, komm her, mein Freund. Da ist er. Miau. Hallöchen. So, den Weg möchte ich nämlich ungerne
langsam laufen. Vor allem, weil wir jetzt die Möglichkeit haben, schnell durch die Gegend zu flitzen. Wie der Wind mit einem Pferdchen aus Metall. Und irgendwie, oh, hoppla. Eure Aufmerksamkeit würde ich nicht so gerne haben. Okay, irgendwie da hinten 180, 170. Ich glaube fast, die müssen so hoch. Und irgendwas ist dann da oben anscheinend. Ach Mensch, das ist doch die Stelle, wo wir den elektronischen Säbelzahntiger zerrissen haben. Ist ja wunderbar. Das hält sich. Die Orte kenne ich. So. Ah, schade. Na gut, eine nehmen wir noch. Dann ist nämlich das Ding auch voll. Und damit wir auch genügend Pfeile parat haben. Kling, kling. Einmal kurz erstellen. Was haben wir hier? Nehmen wir noch irgendwelchen. Für mich. Brennnesselwurzzeug da oben. 70 Meter. In diese Richtung. Ich bin mal gespannt, was wir mit der Energiezelle anstellen können. Und, vor allem, was dieser Hügel hier zu bedeuten hat. Ach, das war ein Strommast oder irgendwie sowas? Ist ja krass. Okay, komm, wir müssen hier noch irgendwo anders hochkommen, irgendwie, glaube ich. Ja, ein Schokobus-Team wäre mega gut, jetzt wo ich gerade den Chat sehe. Also, probieren wir es doch mal hier entlang. Haha! Jawohl, okay. Das war wahrscheinlich nicht der Weg, den wir eigentlich hätten einschlagen sollen, aber es ging gut. Es ging gut. Da unten ist unser Läufer. Okay. Nope. Hier geht es nicht lang. Es muss hier noch irgendwo einen anderen Weg geben. Oh, zieht euch mal die Ruine da im Hintergrund rein. Irgendwo hier ist ein Weg. Vielleicht ist das hier auch der Weg. Ich weiß es nicht. Ah, hier ist der Weg. Endlich den Weg gefunden. Und, wow. Ja, da hinten haben wir eindeutig eine fette Ruine. Und hier sollte noch irgendwas sein, hieß es. Gucken wir nochmal. Altes Waffenlager. Finde eine Verwendung für die Energiezelle. Moment. Warum leuchtet das hier so verstrahlt grün eigentlich? Es wird kühler. Vielleicht ist es dunkel. Seltsam. Aber vielleicht ist auch genau. Das geht ganz schön schnell. Vielleicht ist auch das hier. Was wohl da unten ist. Ah, okay. Das alte Waffenlager gefunden. So, was haben wir hier? Altes Waffenlager, okay. Stufe 25. Ja, ich glaube, da gehen wir auch ganz schnell wieder weg. Es war ein netter Versuch. Aber just no. Ja. Nee, da will ich doch gar nicht lang. Wo läufst denn du entlang, Eloy? Mensch. Okay, dann gucken wir mal weiter. Hier gibt es sicherlich noch mehr. Ah, guck mal. Achso, nee, das war das alte Waffenlager hier, ne? War das? Ich glaube schon. Wegpunkt entfernt. Das ist eine Ruine. Mit dem Namen das alte Waffenlager. Wäre ja zu schön. Dann lass mal ein bisschen weiter gucken, was haben wir denn hier? Was bedeuten die X? Steht auch nichts. Achso, nee, unentdeckt bedeutet das nur. Das Doofe ist, man kann hier so viel entdecken. Und ja, das kleine Ärgernis an der ganzen Nummer ist nun mal, dass man,
dass es echt Spaß macht, hier Sachen zu entdecken. Vor allem, wenn man halt eben in diese Ruinen reinspaziert. Na ja, komm. Wir gucken jetzt mal noch hier unten nach. Also hier gibt es keine Ruine anscheinend. Aber hier gibt es zumindest ein unentdecktes Land. Und das unentdeckte Land, das würde ich mir zumindest schon mal ganz gerne angucken. Einmal zumindest. Komm her, Freund. Na, da ist er. Na, komm, 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 komm. So, und wir düsen nämlich jetzt genau hier hin. Das ist, in welche Richtung? Ah, da ist das X. 500 Meter. Das geht voll steil. Da sind wir schnell. Oder besser gesagt, 500 Schritt. Oh, ich habe ein Wildtier getötet. Einfach so beim Vorbei. Oh, schon wieder. Meine Güte, lauft mir doch nicht die ganze Zeit unter die Füße. Ich will euch doch gar nichts. Da drüben läuft irgendjemand. Das ist ein Questgeber. Nee. Komm, geh weg. Kann mein Roboter eigentlich auch schwimmen? Du bist ja richtig flexibel. Das gefällt mir. Und Wilkill. Yay. Einfach mal. Einfach mal Level up für doofe Kills. Oh, wait. Das sieht nicht gut aus. Hier ist krasser Kram unterwegs. Das wollte ich gar nicht. Ich wollte eigentlich die Map-Karte. Hier. Da sind wir. Verdorben Zone, Stufe 15. Ui. Aber wir sind ja Stufe 8. Sollen wir es ein bisschen probieren? Wir probieren es mal ein bisschen. Es wird schon irgendwie schief gehen. Oh. Wait. Das ist korrekt. So, den ersten haben wir schon mal dicke gewesen. Oh, wow, wenn da nicht noch drei zusätzlich kommen würden. Sorry, einmal noch hier. Oh, die schießen. Die haben Lasergeschütze. Diese Drecksviecher. Ey, bleibt mal schön in eurer Kommunikation, bitte. Oh geil, kriegen die sich noch gegenseitig oder so? Lol. Seid ihr doofe Viecher. Hey, Ola Cheetah, was läufst denn du hier? What the fuck? Ich glaube, einer hat gerade eben das Gebiet gescannt. Ups. So, ein fetter noch weniger. Boah, komm mir mal nicht so. Oh, fuck, ich sollte mal ganz schnell was zu mir nehmen. So, ja, jetzt bist du verwirrt, wa, Dude? Richtig gut erwischt an der Stelle. Muss ich mich mal selber loben. So, viele sollten jetzt eigentlich gar nicht mehr hier sein. Vor allem ist es bombastisch. Okay, sie ziehen ab. Weil theoretisch ist da nur noch einer am Wickel. Und ich habe dafür ganz schön viel hier jetzt gerade vermöbelt. Ah, ein Wächter war das hier. Lol. Keine Ahnung, wann der drauf gegangen ist. Aber wuhey. So, mal gucken. Einen haben wir da noch. Oder zumindest sehen wir hier gerade nur noch einen. Und ich bin jetzt mal echt gespannt, ob ich diesen einen hier auch noch erwischt bekomme. Oh. Meine Position ist aufgeflogen. Das ist schon richtig, aber schießen den Laser vom Kopf. Und oh, sehr schön, verdorbene Zone abgeschlossen.
Diese ist jetzt nicht mehr verdorben, scheinbar. Was bedeutet das jetzt? Verbügt ungenutzte Outfit-Modifikatoren, stelle Upgrades für Waffen her. Könnte ich tun, aber das lief gerade so wunderbar. Moment. Von wo? Von wo? Von nirgends. Auch okay. Das klang gerade so, als ob mich hier gerade irgendein Gegner gesehen hätte. War aber gar keiner. Das finde ich super. Dann gucken wir uns hier doch mal ein bisschen um. Weil das finde ich ja schon wieder interessant. Auch wenn es mega dunkel ist. Für euch bestimmt auch. Was haben wir denn hier? Hier liegt irgendwas. Achso. Nee, das kann ich scannen natürlich. Sondereinsatzbefehl. Notizbuch. An alle Einheiten der Kompanie E, 5. Bataillon, 3. Brigade, zivile Aurora-Zone. Um 0500 Meldung beim Verti-Frachter Landepunkt Onyx. Okay, scheint wohl irgendwas mit Evakuierung zu tun haben. Okay, haben wir hier sonst noch irgendwas? Da hinten liegt noch irgendwas. Was haben wir denn da Schönes? Alte Trümmer. Altes Klangspiel. Alter Ring. Sehr viel schönes Zeug. Aber... ja, okay. Das Ding ist safe. Das finde ich gut. Da drüben, naja, wäre das nicht Stufe 25, ne? Ich meine, das war Stufe 15, das haben wir ganz gut gelöst bekommen. Aber Stufe 25, das klingt schon eine ganze Nummer härter. Aber wie auch immer, das war schon cool, das hat Spaß gemacht gerade. Jetzt hätte ich ganz gerne mein Freund, mein Begleiter dabei. Wo ist denn mein Freund? Ach, Moment. Haben die etwa mein Pferdchen gekillt? Oh, ihr Penner. Jetzt muss ich mir ein neues Pferdchen holen. Na, wartet's nur ab. Du wirst mir sicher noch nützlich sein. Wartet's nur ab. Das kriegt ihr wieder. So, da drüben haben wir nur die. Ich will aber Pferdchen haben. Mein Pferdchen. Ja, mein wundervolles Pferdchen. Gefressen. Das war eine Maschine, genauso wie ihr. Na gut, wie dem auch sei, das sind neue Pferdchen. Hui. Als Kind fiel mir das irgendwie leichter. So. Da ist einer viel näher. So, die Aufmerksamkeit habe ich. Jetzt muss nur noch einer von euch ein bisschen näher kommen. Hoppla, ein Stein! Komm, ein Stein her! So, den müsst ihr jetzt auch gehört haben. Jetzt kommt er näher. Und gleich? Noch nicht nah genug. Nee, das ist immer noch nicht nah genug. Nee. Komm. Komm ins hohe Gras, mein Freund. Okay. Das war doof. Mit dem Schleichen. Au. One-Shot. Na gut, dann muss ich halt eben wieder die Steine sammeln. Wo sind die anderen hin? Die sind weg? Ihr seid weg? Och Mann. Okay, wo seid ihr denn hin? Da nicht. Da auch nicht. Naja, komm, ihr könnt ja nicht einfach so hier verschwunden sein.
Irgendwo werde ich euch schon wiederfinden, keine Sorge. Da sind Pferde. So, jetzt die Frage, wo haben wir hier hohes Gras? Das sieht nach hohem Gras aus. Ein bisschen dunkel hier. Ich sehe nicht wirklich viel. Nee, kein hohes Gras. Aber grasende Tiere. Wait. Hoppa. Nope, nope, nope. Du hast nichts gesehen, mein Freund. Bist du überhaupt ein Pferdchen? Ja, du warst ein Pferdchen. Wo bist du jetzt hin? Da drüben sind die Pferdchen. Ja, es nervt mich ein bisschen, dass ich gerade meinen Freund verloren habe. Quark, 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 quark. Ich muss mir jetzt ein neues Pferdchen holen. Das geht sonst nicht anders. Tut mir echt leid. Aber konnte ja auch keiner ahnen, dass die hier jetzt auf einmal so zickig sind. Ihr seid doch nett, ihr seid Freunde, ihr seid kleine Freunde. Ihr helft mir doch. Wo? Ich wollte gerade sagen, ich habe doch da gerade eben einen Angriff gehört. Da ist er. Hä? Wupp. Eigentlich wollte ich dich behalten. Aber jetzt muss das leider eine Notschlachtung werden. Habe ich hier irgendwo... Da unten ist ein Mensch. Na komm, dann reden wir mal mit den Menschen. Was soll's? Wenn die Pferdchen nicht mit uns reden wollen, dann reden wir mit Menschen. Aber weh, du langweilst mich. Geht es dir gut, Jäger? Wurdest du beim Kriegstruppangriff verletzt? Nicht wirklich. Und ich bin kein Jäger oder Krieger. Ich bin eigentlich niemand. Du solltest nicht mal mit mir reden. Wer immer du bist verletzt. Was ist passiert? Ich heiße Cran. Ich wollte mich an den Prüfungen im Jagdgebiet hinter der Anhöhe versuchen, um, naja, besser zu werden. Es, lief nicht so gut. Oh. Was für Jagdgebiet? Du wurdest in einem Jagdgebiet verletzt? Wie? Also, ich zielte gerade auf den Behälter auf dem Rücken eines Läufers, da riss meine Bogensehne, ich stolperte und... Ach, vergiss es. Es war nicht schön, okay? Ich wollte nur etwas trainieren und wo geht das besser als in einem Jagdgebiet? Dort gibt es Prüfungen, fast richtige Herausforderungen und man bekommt Abzeichen, wenn man Ziele oder bestimmte Zeiten erreicht. Der Aufseher ist auf dem Hügel dort, da im Norden. Frag ihn wegen einer Prüfung. Du bist bestimmt besser als ich. Na gut, okay. Ich muss jetzt los, Cran. Das ist okay. so eine Hunting-Sidequest, die müssen wir nicht machen. Die ist rein optional. Schau im Jagdgebiet vorbei, wenn du trainieren willst. Aber es gibt halt eben Erfahrungspunkte, das muss man halt eben auch nochmal so sehen. Aber in erster Linie möchte ich einen Läufer haben, damit ich endlich vernünftig wieder reiten kann. So, da drüben grasen die. So, das ist schon mal ganz gut. Aha. Hohes Gras. Ausgezeichnet. Wir kommen der Sache näher. So. Jetzt locken wir die an. Da ist irgendwas hinter mir gefallen. Ich muss mal gucken und mein Licht gelb machen. Mit gelbem Licht sehe ich besser. Ich habe hier irgendwas gefunden. Es sieht aus wie ein Stein. Wo kommt denn der Stein her? Oh, hoppla, da drüben. Da war noch ein Stein. Ich habe ganz genau einen Stein gehört. Ich bin mir aber nicht sicher, ob ich jetzt dem Stein nachlaufen soll, aber ich tue es einfach mal. Ein gelbes Licht verrät mir, dass das hier ein Stein war. Wahrscheinlich Hauptbestandteil Silizium. Da, im Gras, noch ein Stein. Wie wundersam.
Ach, komm! Du doofes Ding. Muss ich extra Steine wieder sammeln? Aber jetzt ist Tag. Jetzt ist es für mich zumindest wieder einfacher auch. Bin ich denn dran? Oh, ich bin verdammt nah dran. Und irgendwie habe ich hier auch gerade nicht so wirklich die Möglichkeit, in einem hohen Gras zu verschwinden. Ah ja, doch. Doch, doch. Wenn ich ganz langsam an dem Läufer vorbeigehe und mich dann hier in dem hohen Gras verschanze, dann merkt er auch gar nicht, dass ich da war. Sehr gut, hat funktioniert. Woo! Immer gut zureden. Oh, fuck, was war das? Hä? Oh, ich glaube, da sind Steine. Ich guck mal. Ich probiere es nochmal. Oh, da. Ich habe es ganz genau gehört. Da war was. Vermutlich ein Stein. Ein bisschen vorsichtiger. Und jetzt habe ich dich. 3, 2, 1, meins. Oh, guck mal, es hüpft vor Freude. Ist das schön. Ja, lauf! Ja, lauf. Mein Werkzeug lädt auf. Ist auch noch gut zu wissen. So, wir haben wieder genügend Steine. Hüpf, drauf mit dir. Wir wollen nämlich jetzt... Dann nach hinten zu der Jagdhütte. Nein, stopp. Wir haben noch eine offene Sache, fällt mir gerade so ein. Und zwar, Moria-Jagdgebiet. Achso, nee, den wollten wir nicht. Genau. Wir wollten nämlich eigentlich noch nach der Guten suchen. Aber vorher weiß ich nämlich noch eine ganz bestimmte Sache, die ist bombastisch. Die müsst ihr auf jeden Fall gesehen haben. Kleinen Moment. Küsschen. Die müsst ihr auf jeden Fall gesehen haben. Und zwar dort bei der großen Ruine. Das ist der Shit. Und hier ist ein Questgeber. Er sieht nicht wie ein Nora aus. Mein Fokus empfängt sowas wie ein Signal. Vielleicht kann ich es scannen. Nanu? Was haben wir denn hier? Leichen en masse. Es ist Neil. Hallo Neil. Freut mich, dich kennenzulernen. Voraus lauert Gefahr. Gefahr für dich, Fremder. Hier ist Noraland. Ja, ja, ja. Betreten bei Todesstrafe verboten. Treffender Ausdruck bei Todesstrafe. Tja, der hier hat seine Strafe bekommen. Wer war er? Ein Dieb, Sklavenhändler, Mörder. Der Typ, der ehrliche Mörder in Verruf bringt. Val sagte mir, an der Straße würden Banditen lauern. Tja, so simpel ist das nicht. Die greifen nicht immer an. Die meisten schlagen ein Lager auf und sitzen faul rum wie Schimmelpilz. Es sei denn, jemand unternimmt etwas dagegen. Du gefällst mir. Folge der Rauchspur auf der anderen Seite der Ruinen. Ich warte dort. Hm. Wir haben ein neues Sidequest angenommen und jetzt ist die Frage, auf der anderen Seite der Ruinen, ah, das ist hier drüben, Banditenlager, aber nein, tatsächlich ist das hier unser Ziel, unser erstes zumindest, beziehungsweise erstmal da. By the way, ich könnte ja nochmal, Steine sind voll. Okay. Da ist noch ein bisschen Kraut. Wenn ich Kraut nutze, muss ich neues Kraut nehmen. Vorrat. So. Und hüpf drauf mit dir.
bisschen flotter. Das muss Teufelsdurst sein. Eine Stadt der Alten. Oh, wait. Aus der Metallwelt. Wait. Man sieht schon, da drüben sind Freunde. Also keine richtigen. Tatsächlich würde ich mir aber trotzdem den Weg da durchfeuern wollen. Die Frage ist nur, ob wir da ungesehen hochkommen. Also ich glaube, das schaffe ich. Bums. Wow. Nicht mit mir, mein Freund. So, ich komme zu dir, keine Sorge. Na komm jetzt. Genau das wollte ich doch. Ich wollte ein riesiges, komisches Etwas erlegen. Aber hier ist doch sicherlich noch ein bisschen mehr. More to come. So, scannen wir doch erstmal die Umgebung. Was haben wir da? Da drüben haben wir einen Wächter. Oh, wait. Wächter. Bevor er hier jetzt gleich Alarm schlägt und seine Freunde holt. Was haben wir hier? Irgendwas liegt hier. Metallgefäß. Aha. Noch mehr Wächter. Es gibt kein Zurück mehr. Okay, hab's verstanden. Puff. So. Du findest doch jetzt deinen Freund, oder? Und wunderst dich auf einmal, wo dein... Wie der gestorben ist, kann ich dir zeigen. Guck mal dein Auge. Ups, so ist der gestorben. Dann müsste ich was anderes rauswerfen. Ah, okay. Ich merke gerade, dass... ein bisschen mein Inventar voll ist. Deswegen werde ich nochmal meine... Na, beim Herstellen, genau. Nochmal ein bisschen meine Tragekapazität erhöhen. Modifikationsbeutel kann nochmal erhöht werden. So. Outfit. Ja, komm. Was kostet die Welt? Ich mach's einfach. Fallenbeutel. Das ist auch nochmal ganz... Gar nicht so verkehrt. Vor allem, wir haben auch viele Ressourcen, um das Ganze hier nochmal ein bisschen zu erhöhen. Dann hat sich das zumindest hier mal ein bisschen gelohnt. So. Mein Fokus empfängt immer noch ein Signal. Von denen haben wir genügend. Ah, von denen können wir jetzt auch noch ein paar herstellen. Präzisionsbogen. Moment. Fokus empfängt ein Signal, aber von wo? Wächter. Achso, ja klar. Ich habe hier ja auch noch einen Wächter besiegt. Oh, hoppla. Da vorne ist ein Graser. Wenn ich mehr über diese Maschinen erfahre, kann ich sie vielleicht überbrücken. Das klingt gut. Aber lass dir erstmal ganz kurz... Ja, okay, das sind Graser. Und was bist du? Das ist auch nochmal ein Graser, ne? Jawohl. Das freut mich sehr. Schauen wir doch mal. Oh. Ich habe jetzt nicht damit gerechnet, dass ich den einfach so one-shotte. Aber es hat wahrscheinlich dieser Präzisionsbogen an sich. Dann mache ich das mit dem hier auch nochmal. Bumm. So. Ich war der Meinung, die im Normal-Mode halten die viel mehr aus. So, tatsächlich finde ich das aber so auch unglaublich angenehm. Ich muss hier ein bisschen aufpassen. Weil Ruinen sind nicht immer sehr nett und gut. Genau, wir wollten eigentlich dort hinten hin zu diesem Safe Spot. Und speichern hier erstmal. Und... Ui. Sieht genauso aus, wie Rost es beschrieben hat. Das Signal kommt wohl aus seinem Kopf.
Also muss ich irgendwie da hoch. Okay, das kriegen wir doch eigentlich relativ easy hin. Wir, na komm. Wir gucken ihn uns an und wir können nicht seine Position ermitteln. Das ist nicht schlimm, aber wir wissen ja, dass er so in etwa hier entlang läuft. Dann versuchen wir doch mal einen Weg auf seinen Kopf zu finden. Während wir die Wächter, die hier drin sind, ein bisschen dezimieren. Na, komm näher. Oh, oh, sorry. Ja, das war jetzt nicht ganz so optimal. Immer schön leise. Ja, leise ist immer gut. Oh. So, dich habe ich. Da hinten läuft noch einer. Hier noch irgendwo ein. Ja, da ist er. So. Und irgendwo ist hier noch einer. Da drüben. Aha. Jetzt kommt er näher. Jetzt denkt er sich so, oh wait, what? Mein Friend. Warum? Was ist hier passiert? Aber, nee, sorry. Das war mir dann das Ganze dann doch wert, einfach mal ein bisschen näher zu gehen und ein bisschen Piu-Piu zu machen. So. Können wir hier ein bisschen gucken, weil hier kommen wir wahrscheinlich dann auch hoch. Ja, das sieht gut aus. Das sieht richtig, richtig gut aus. Starker Schneefall. Die Welt wird weiß. So, und jetzt hinauf. Denn ich würde ganz gerne... Ich müsste von hier aus auf den Langhals springen können. Yes! Okay, jetzt hoch auf seinen Kopf. Hopp. Oh, das ist echt ein bisschen creepy, hier hoch zu jumpen. Hier sieht man ja richtig was. Richtig gute Sicht. Da haben wir noch eine... Wow. Ecke. Und komm, der letzte Sprung. Karl sagte, dass Kriegsherrin Sumna die Mörder von der Erprobung verfolgt hat. Vielleicht sollte ich versuchen, sie zu finden. Wow. Das ist ein... I have the high ground. Nur ein bisschen noch. Dann kannst du wieder herumwandern. Sendet es auch an andere Maschinen. Das ist mal gut zu wissen. Also, jetzt ist die Frage... Wow. Achso, doch nicht. Ich dachte, jetzt haben... Doch, wow. Jetzt sehen wir hier... Eine ganze Menge sehen wir jetzt. Wir können hier hochgucken, bis hier nach hinten... Was haben wir hier? Ah, hier ist das Lager mit der Sidequest. Was haben wir hier noch? Genau, hier haben wir noch diese, das war die, wie heißt das gleich? Da müssen wir noch die Mutter suchen. Und, jawohl, voll cool. Finde ich echt bombastisch. Oh, die Viecher sind nicht gerade nett, das weiß ich noch. Und, ja gut, Läufer halt. Läufer sind, ja, sind halt okay, ne? Vor allem ist halt eben cool, was er hier so alles gerade eben für uns aufgedeckt hat. Das ist schon bombastisch. Na gut, ich würde sagen, wir kümmern uns jetzt erstmal um diese Sidequest hier drüben. Und danach gucken wir mal weiter, wo wir lang gehen. Das ist die Frage, wie komme ich hier wieder runter? Ah. Oh, zehnt mal rein. Wait, was war das denn? Das war jetzt schon ein bisschen creepy. So, erstmal hier neue Pfeile herstellen. Von denen haben wir noch genug. Wie sieht es denn hiermit aus? Ja komm, hiervon können wir auch noch mal ein paar herstellen.
Wunderbar. Ich finde, dass wir sind schon mal ganz gut ausgerüstet. Jetzt bewegen wir uns, wie schon angekündigt, hierhin. Begib dich zum Schlachtfeld. Das ist wie weit entfernt? Mal gucken. 300. Das geht. Das ist ja quasi um die Ecke. Und netterweise habe ich hier nicht so viel Angst vor den Gegnern wie beim ersten Mal spielen. Deswegen spaziere ich hier einfach mal so rum. Uppa! Nein. Oh, da ist er. Um diese Maschinen überbrücken zu können, muss ich herausfinden, wo sie herkommen. Ach komm. Ich wollte es auf die nette Art machen. Ach so, ja klar, sind die One-Shot mit dem neuen Bogen. Ich habe doch hier so einen Hochpräzisionsbogen, der irgendwie 70 Schaden drückt oder irgendwie sowas. Was ist das denn für einer? Ach so, der flüchtet. Das ist nett. Der macht mir also soweit erstmal keine Probleme. So, hier war mal ein Stoppschild, eindeutig eine Straße. Ich frage mich eigentlich, an welche Stadt die so ihnen angelehnt sind, aber das könnte wahrscheinlich irgendeine x-beliebige Stadt sein. So, einmal mal hier hoch. Zack. Autos, Haltestellen. Holz. Holz ist immer gut. Nee, du hast rein gar nichts gesehen, mein Freund. Gar nichts hast du gesehen. Pass auf, weil wenn ich nämlich diesen Bogen nehme, dann passiert mir so gut wie nichts. Wie ich gerade eben schon angesagt habe. Wenn ich aber den anderen Bogen nehme, den hier, one-shotte ich die, sobald ich... Irgendwo ist doch hier noch einer. Sobald ich in die Nähe komme. Und das ist eigentlich ziemlich bombastisch. Aha. In die Richtung. Gut, komm schon näher. Trotzdem bin ich noch nicht in der Reichweite. Oh. Das ist ein gänzlich anderer. Ja. Nix da. Weg mit dem Ding. Wow. So, erwischt und kritischer Treffer. Gut genommen. Mit einem ordentlichen Hit. Erwischt. Ich habe auch nicht damit gerechnet, dass die jetzt zu zweit auftauchen, die ollen Säcke. Aber okay, wir sind endlich am Ziel angekommen, oder fast zumindest. Hier muss der Angriff auf den Kriegstrupp stattgefunden haben. Diese Verwüstung. Einmal kurz hier hoch. Und irgendwas müssen wir hier jetzt finden. Was haben wir denn da? Viele Maschinen. Und alle werden von den Mördern kontrolliert. So, gehen wir mal gucken. Gute Kriegsherrin. Kadaver untersucht. Die Kriegsherrin etwas hinterlassen. Irgendeinen Hinweis, wohin sie gegangen ist. Was haben wir da? Oh, die Nora konnten einen Verderber erledigen. Oh, das ist mal nicht schlecht. Aber vorher haben die Mörder ihn benutzt, um andere Maschinen auf sie zu hetzen. Oh, das ist blutig. Was für ein Anblick. Es ist, wie Val gesagt hat. Ein weiteres Mast. Sie haben eine ganze Horde von ihnen den Hang hinuntergeschickt. Graser. Da oben ist irgendwas. Essensreste.
Hier haben die Mörder gegessen, bevor sie ihre Falle zuschnappen ließen. Krieger! Hey, warte mal! Was? Wo? Ah, da! Was ist? Die Toten und Verwundeten alle weg. Gibt's hier keine Krieger und Heiler mehr? Nur ich. Du bist verletzt. Was ist passiert? Was nicht? Die Hölle ist los. Sona schickt mich, um Bericht zu erstatten. So nütze ich ihr nichts. Okay. Hat Sona den Mörder gefunden? Val sagte, dass Sona die Mörder verfolgt. Hatte sie Erfolg? Wir folgten ihrer Spur, aber wieder und wieder griffen uns ihre Maschinen an. Meine Wunden schwächten mich, also schickte Sona mich zurück, um auszurichten, dass sie den Kampf nicht aufgibt. Das ist mal gut. Wo ist denn die jetzt? Val wollte, dass ich Sona suche. Weißt du, wo sie sein könnte? Ich kann dir sagen, wo wir uns trennten. Beim Metallturm, südöstlich der Ruinen bei Teufelsdorst. An einem Hang mit einem einzelnen Felsen. Ich werde jetzt ins Becken zurückkehren und Val Bericht erstatten. Urmutter, gebe dir Kraft. Wirst sie brauchen. So allein. Das sind doch mal Informationen. Gut. Da wollen wir doch auch mal direkt nachhaken. Irgendwo. Wo hat er gesagt? Da. Spur der Kriegerin. Toll. Hätten wir uns auch echt sparen können. Den Weg. Ja, jetzt stehe ich nicht im Weg rum. Ganz schön viele Leichen. Oh. Hi. Ja, komm. Ja, streck dich. Bumm. Und. Bumm. Massenmörderin. Oh. Na? Na? Na, kriegen wir es auch so von hier hinten mit einem Schuss hin? Mal gucken. Ey. Er rafft nicht, von wo der Schuss kam. Na, doch. Er ist ein bisschen geduckt. Da ist er. Ausgezeichnet. Mensch, das läuft hier ja. Looten nicht vergessen. Schnapp. Schnapp, alles meins. Und so, wobei die Wächter eigentlich relativ uninteressant geworden sind. Finde ich zumindest. So, wir haben noch ein bisschen Kleinkram. Wir liefern echt nur Kleinkram. So, ausgezeichnet. Das ist doch hier wunderschön. Dann haben wir noch einen Fasan. Toll, Holz haben wir schon voll. Dann laufen wir mal eben hier rüber. Jetzt muss ich kämpfen. Nee. Oder doch? So, hier drüben ist wieder diese Stelle mit den, wo wir das letzte Mal rübergegangen sind. Ah, guck mal, da wartet auch noch ein Pferdchen auf mich. Ist das nicht süß? Wait. Hab ich hier jetzt gerade von irgendwo noch Aggro? Nö, das ist mein Freund hier. Den kennen wir. So, hinauf. Und wir sind ja schon fast wieder am Ziel angekommen. Und danach mache ich erstmal eine ganz kurze Pause. Achso, das ist der Große. Ich habe mich gerade gewundert, was stampft denn hier so laut? Aber alles im Grünen, das kriegen wir hin.
So, da oben müssen wir wohl hoch. Das sieht gut aus. Das muss der Hang sein, von dem Sonas Bote erzählt hat. Einfach mal hinaufgeklettert. Was haben wir denn hier? Die Kriegsherrin hat hier gelagert. Wohin ist sie danach gegangen? Eine gute Frage. Aber wir können ja Spuren lesen, zum Glück. Der alte Bogen hat schon viel erlebt. Sie müssen sich kurz ausgeruht haben. Das ist Verbandszeug. Pfeilreste. Okay, das gucken wir uns nochmal im Detail an. Wenn wir hier schon... Niemand hätte ihn freiwillig zurückgelassen. Sona hat Verluste hinnehmen müssen. Es war sicher nicht leicht, nach dem Überfall weiterzumachen. Der Bote war nicht ihr einziger Verwundeter. Das könnte ihr haben Krieger Munition hergestellt. Okay, jetzt aber. Folge den Spuren. Und folgen. Oh, Moment. Passt auf, jetzt laufen wir hier hoch. Und jetzt laufen wir bis hier ganz nach oben, bis in dieses Lager. Und dann heißt es so, oh ja, super. Das hätten wir uns auch sparen können. Das sind nur so zwei Fliegen mit einer Klappe oder so. Stiefel und Blut. Anscheinend wollten Sona und ihre Krieger zu diesem Berg. Okay. Weg führt uns hier entlang. Oh. Das sind definitiv keine Freunde von mir. Schnell mal hier rüber. Genau deswegen. Die haben uns schon. Die haben nämlich schon gemerkt, dass wir hier in der Nähe sind. Hopp. Oh. Die Viecher da unten sind bombastisch. Die sind echt mies. Da muss man aufpassen. Weil die können, glaube ich, Feuer oder Gift oder Säure oder so einen Scheiß spucken. Das ist voll kacke. Ein toter Sägezahn. Vielleicht hat Sona ihn erledigt. Sie könnte ganz in der Nähe sein. Wo ist der denn jetzt hin, der Sägezahn? Ich hatte das Ding... Ach, da drüben. Da drüben. Und da drüben stehen auch Leute. Okay, es war doch nur Gebüsch. Ein Glück, dass ich vorbeikam. Eine Sekunde später und der Sägezahn hätte dich erwischt. Ich hatte noch eine halbe, um ihn selbst zu erledigen. Dann bist du Kriegsherrin Sona? Vahl hat mich zu dir geschickt. Wie ging es am Tor? Es hielt bestens. Er hat selbst eine Maschine tapfer erschlagen. Er sorgt sich um dich. Unser Stamm braucht Stärke, keine Gefühle. Ich habe einige der Mörder bei der Erprobung gesehen. Ich will Rache. Du auch? Oh, verlass dich drauf. Zeig es mir. Leih mir deine Kraft. Komm mit. Okay. Ich glaube... Auf der anderen Seite dieses Bergs graben unsere Feinde Maschinen aus der Erde. Ich glaube fast, dass wir tatsächlich hier...
demnächst das gleiche Ziel verfolgen. Oder irgendwie sowas. Da ist ein Banditenlager. Und da müssen wir irgendwie hin. Das klingt schon ein bisschen danach. Aber gut, wie schon gesagt, an der Stelle erstmal einen kleinen Cut. Wir sehen uns dann gleich weiter. Wieder. Und dann kann ich in der Zeit nochmal ein bisschen meinen Controller aufladen. Das klingt, glaube ich, ganz verlockend. Also, bis gleich.